Guten Tag, hat er gesagt. Also ich finde das hier ja ganz cool, aber irgendwie ist das hier im Weg, ne? Ich werde das mal aufheben. Ah, genau. Wir klatschen uns das einfach an der Decke. So wie sich das hier hört. So, und dann geht's hier weiter. Ich hoffe, wir kommen da hinten hin. Und erleben hier auch ein bisschen was Spannendes nebenbei. Ah, guck mal, da ist ein Doppellicht. Ah, guck, guck. Wir haben uns ja letztes Mal gefragt, was so ein Doppelblinken ist oder Doppelblinklicht, aber da ist es. Ja, das haben die schon cool gemacht, ey. Ich weiß nicht, ob sich das denn so. Cool, dann so behält, ne? Ist natürlich, wenn hier irgendwas hier so wäre, was ich direkt so schnappen könnte, wäre das natürlich noch geiler. Ach so, ja, warte mal. Nee. Aber ich habe kein Wasser mehr. Flasche oder so. Printing completed. Okay. Jetzt muss ich mich aber erstmal ein bisschen hier konzentrieren, dass wir hier gut ankommen. Ich glaube, wenn wir diesmal von der Warte herkommen, dann kann ich dann auch gleich mal ein bisschen was abschießen, ne? Sonst sehe ich hier nichts blinken. So, ich krieg. Ach ja, 5 Flaschen haben wir ja. Gut. Abfüllen. Haben wir. Schmutzwasser hinzufüllen. Haben wir. Was zu essen habe ich hier auch noch. Können wir hier schon mal reinmachen und kochen. Weil der kocht den ganz schön lange, ne? Ja, ist aber auch erstmal ja. Mal hier noch irgendwas Schönes. Ich glaube, viel wird dann hier drauf denn nicht mehr sein. Gehen wir ja hier ein bisschen noch nach vorne. Also, ich würde sagen, das denn, ey, aber die Scheibe. So. Können wir das einfach trinken? Ja, ne? Oh ja. Aber wir haben jetzt hier nichts mehr, also sollte ich hier noch ein bisschen was runter machen. Aber ich weiß trotzdem, ach ja, da geht ein bisschen. Die Werte müssen gut sein, damit es nach oben geht. Ja. Ich wette, jetzt haben schon welche in den Reformer rumgeschrieben, wie wo was. Aber das habe ich natürlich noch nie gesehen, weil ja, der gleiche Pullover wie bei der ersten Folge. Weil ich hier hintereinander weg aufnehme.
finde ja voll lustig, wie er mal hier abstöhnt, weil er 3 Meter gelaufen ist. Hä? Na, da wird ein Stein. Hier oben jetzt hier die übliche Batterie wieder. Aha, diesmal ist hier nicht der Eingang. Warum nicht? Ja, vorne der Eingang ist, siehst du? Da kannst du auch mal gehen, dass du dich verarschen lässt hier von sowas. Was haben wir jetzt? Geländer, aha. Ja, den Schiffsbauer, den können wir ja eh auch mal aufstellen, ne? Da ist nichts drin. Ich glaube, hier sonst ist hier allgemein nichts mehr. Gut, dann sieht das hier schon mal fein aus. Dann kann ich das mal raushauen. Ich weiß nicht, wozu ich das habe. Achso. Ja, jetzt eh nicht mehr. Aber muss ich die kochen oder? Oh, hier geht es nochmal nach unten. Gab's du bei der anderen auch? Denn ja, wäre ja schlecht, ne? Dosenwasser, ich liebe alte Dosenwasser. Hydration level is increasing. Boah, dennoch eine Ködermembran, ne? Eine Laterne. Ich und mir eine Laterne. Da waren noch Flicken drin, ne? Ja. Krass. Grundlegende Glasquelle. Also ich weiß nicht, ich würde gerne haben. Das Glas, ne? Da müssen wir zurück und runter. Also erstmal haben wir ja hier so ein guided Dingsbums, ne? Also, wie sieht's denn aus? Ich würde ja gerne hier mal erstmal nach Dings. Ein bisschen einscheren und dann erstmal tiefer, ne? Warning. Low altitude warning. Entering dust layer. High damage event. Wollte nur das Glas haben, ne? Wenn wir das schon mal kriegen oder machen können, dann würde ich das doch mitnehmen, ne? So, wie sieht's denn aus? A mit dem zweiten Motor. Also A wäre ich ohne Lagerkiste irgendwo jetzt mittlerweile schon gebaut haben. Nö, habe ich noch nie gebaut anscheinend. Okay. Dann die als erstes. Und da geht's dann gleich hin. Oh, braucht der lange. Ungermäßig sieht. Heikenköder schon. Achso. Ja, ja, okay. Ich kann mir schon vorstellen, was er jetzt mir sagen möchte. Ein bisschen enge hier, ne? So,
Also ein Köder habe ich noch. Das sind ja grundlegende wichtige Rohstoffe und sowas, ne? Auf jeden Fall, das hier kann weg und das hier kann weg. Die Laterne kann erstmal weg. Die Membran können wir eigentlich gleich einsetzen. Der Köder kann erstmal weg. Ja, der Rest ist wichtig, ne? Der sieht richtig wichtig aus. So, ich stopp mal ganz kurz, ich muss auf Klo. Das passiert auch mal, während man einfach so aufnimmt, weil man einfach aufgeregt ist. Das ist halt einfach auch mal so. So, weiter geht's. Schön ist ja, man kann das ja einfach so pausieren und skippen und blauen Keks, ne? Hab ich noch nicht gekocht? Achso, wollte ich schon sagen. Hab doch hier schon Essen gemacht. Aber ist eben auch nicht so geil, ne? Ach ja. Erstmal müssen wir ja nach oben. Da war ja was, ne? Also. Aber schönes Wetter haben wir draußen, so mit den 12. Wir wissen nicht, ob es denn schnell oder viel weiter geht. Ich sage, ich hätte ja gerne noch einen Motor gebaut. Okay, das reicht noch. Jetzt scheint ja eine etwas größere zu sein. Oh, Staubsalat. Köder ist abgenutzt. Printing completed. Aber, achso, den müssen wir ja auch noch mal. Da geht der relativ schnell. So, den hier noch. Hier ein bisschen Gas geben, ne? Kann man den denn kochen, den Staubsalat? Okay. Natürlich cool, wenn man auch so eine Membran findet, ne? Aber wandert. Okay, erstmal. Bisschen komisch aus jetzt hier mittlerweile, aber können wir ja denn, wenn wir mal darüber fliegen, dann ordentlich machen. Kochen tut er noch. Und noch einer wäre ganz toll. Gut. Dann haben wir das auch schon mal alles ordentlich gemacht. Ich muss jetzt nur mal den hier noch reinballern. Ah, okay. Ich muss die beide dann voll machen. Ja.
geteilter Kraftstofftank wäre natürlich dann was anderes, ne? Ah. Oh. Da kommen wir irgendwie hoch oder ran. Ah, aber wir könnten auch noch das hier irgendwie, ich weiß zwar nicht wie. Ach so, okay. Kann ich das auch hinten rankriegen? Maximum flight altitude increased. Ja, ist okay. Cool. Und dann sind wir angekommen. Aha. Uncharted area. The preliminary analysis started. Analysis completed. Detected new objects requiring scanning. Meine Güte. Ist manchmal laut, ne? Windpark-Varianten. Was haben wir hier? Ruine der Kommunikation. Da haben wir ja noch nicht so viel. Windpark, Helium, Leiterplane, Kupfer. Oha. Mhm. Kupfer. Also das müssen wir irgendwie von oben denn oder von irgendwie extrahieren. Dann wäre zumindest cool. Also das wäre jetzt hier nicht, wenn es hier nicht irgendwo geben würde, oder? Oder soll mir einfach nur in die Röhre führen. Das ist natürlich dann auch möglich. Leiterplane flicken. Neue Forschungshauptplatine, Leiterplatte, Extraktor. Also mit dem Flicken weiß ich ja auch noch nicht, ne? Da muss ich wahrscheinlich dann irgendwie auch mal mein Schiff mir richtig angucken. Boah, das kann ich ja nicht verstehen, warum man so viele finden sollte, ey. Gegen Ochsen, gegen alle, das kann man ja fast gar nicht, oder? Das sieht hier auch sehr interessant aus. Gibt es auch noch Leiterplatten? Und altes isotonisches Getränk. Oh.
Cool. Und hier? Achso. Ah, das haben wir ja schon längst. Aber Glas wäre natürlich denn. Guck mal, da ist auch noch eine Turbine. Ich muss die Turbine denn irgendwie abschießen. Liegt da drin? Achso, wenn ich es abgeschossen hätte, dann würde ich reinkommen. Naja. Also ich muss echt. Ja, ist das ein dicker. Dicker Ballon, ey. Da der nicht kaputt geht. Mir gerade Licht an ihm. Ah, okay, F ist Licht. Das müssen wir jetzt so hochgeschossen kriegen. Ab denn von beiden Seiten. Was? Okay. Ja, jetzt nur noch eigentlich die Batterie da rausmopsen. Ich glaube, den haben wir hier alles weg. Dann müssen wir hier nur wirklich rumfliegen. Und dann versuchen irgendwie alles zu nehmen. Ja, auch noch eine Batterie. Oh, das wird ja spannend, hier alles rauszumopsen. Oh, da kriegen wir Schaden. Das wollen wir natürlich nicht. Okay, meine Damen und Herren, wie wollen wir das Ganze angehen? Am besten machen wir hier mal ein Stück nach vorne. Okay, das geht nicht. Achso. Genau irgendwas. Ach, da hinten lächelt was. Hydration level is decreasing. Ja. Nee, bevor ich jetzt hier. Ach, ich habe gar keine volle Flasche. Erstmal was trinken. Energie sieht ein bisschen scheiße aus, ne? Dann sollten wir vielleicht mal ein Stündchen schlafen. Aber dann sollten wir hier eben auch so ein bisschen wieder was machen. Und dazu fällt mir ein, könnte man auch einen Köder herstellen. Naja, deswegen ja. So, uns geht's jetzt richtig gut anscheinend.
Na toll. Ich bin natürlich auch voll rein. Hä? Sehr, sehr eng. Also das wird hier gefühlt immer enger, aber... Ja, und bevor jetzt sich hier das, muss ich ohne Membran wieder. Printing completed. Hilft ja nicht, ne? Hier das schon kriegen hat, das kann er nicht anvisieren. Kriegt er auch nicht. Ach so. So. Heliumkraftstoff. Ich weiß nicht, ob wir das hier immer alles so brauchen, ne? Also so Essen, Trinken ist klar. Helium so mal. Isogetränk, alles schön und gut, ne? Und jetzt so bei den anderen das gerne noch holen hier, wenn es geht. Wenn es der Blickwinkel lässt. Nee, mehr hat er hier nicht. Ja, hier sind. Ich glaube nicht, dass er da durchballern kann, doch. Achso, das Dach hier noch. Ja, glaube ich nicht. Richtig klares Wetter, ne? Also so klar hatten wir es hier auch noch nicht. Dann haben wir gute Kupper gemacht, würde ich sagen. Das sieht doch sehr, sehr fein aus, muss ich sagen. Und da können wir beim nächsten Mal ja weitermachen. Haben wir die Insel fertig? Bin mal gespannt, was wir jetzt hier noch Schönes haben. Wir können ja ein paar Sachen machen. Überhaupt muss ich. Oh, Regensammler. Und wir müssen unser Schiff mal ausbauen. Und das beim nächsten Mal auf jeden Fall. Danke schon mal fürs Zuschauen und bis dann. Ciao.